Es war nicht dein Fehler. Es ist Monsters Bürde zu töten. Aber warum? Er hat sich nicht unter Kontrolle. Aber er kann geheilt werden. Geheilt? Wie? Nur du kannst Monster heilen. Ich? Aber ich weiß gar nicht wie. Ich werde dich zum Schamanen führen. Er wird dir helfen. Und damit willkommen zurück zu Papo Iio. Keine Sorge, Kiko. Gemeinsam schaffen wir das. Wo wir gerade das Monster besiegt haben, das, wie sich herausgestellt hat, wie anzunehmen war, unser Vater ist. Dem wir wohl helfen müssen. Cooler Vogel. So, dann schauen wir doch mal, wie es hier weitergeht mit den Rätseln. Ist auf jeden Fall ein schöner, offener Bereich. Heißt, da werden viele Rätsel warten. Was machst du? Es ist ein noch größerer, offener Bereich. Aber wir müssen dort oben hin. Zum Schamanen geht es hier entlang. Bringen wir uns daher. Okay. Okay, was bringt das? Okay, ich kann es in verschiedene Richtungen bewegen. Ich kann es hoch und runter machen. Aber im Moment bringt das relativ wenig. Mal sagen, wir schauen, was der Schlüssel hier vorne macht. Moment, erstmal will ich das daran ziehen. Hier kann ich ziehen, also ziehe ich daran. Was passiert, wenn ich an dir ziehe? Da kam gerade ein Haus von oben. Okay, benutzen wir zuerst mal den Schlüssel. Das sind jetzt wohl scheinbar fliegende Häuser. Und das hat sich auf unsere Plattform gesetzt. Nochmal schauen, was das Haus hier tut. Das fliegt auch und setzt sich wohin? Okay, oben auf die Plattform. Haben wir noch mehr Häuser? So, erstmal umschauen. Dort hinten wäre noch ein Haus, aber da kommen wir schlecht ran. Können wir Monster irgendwie dort runterlocken mit Früchten? Zweifle ja, dass wir Leitern klettern können mit den Früchten. Also wird das wohl sehr schwer. Würde ich sagen, schauen wir mal, ob. Komm, kletter hoch. Das Ganze etwas anderes jetzt tut. Ja, wir drehen die Häuser und sie kippen sich dabei auch. Die Häuser bewegen sich auch ein bisschen. Je nachdem, wo wir das Teil hinziehen. Ist schon mal gut zu wissen. Ich würde sagen, wir lassen es erstmal einfach so. Und schauen mal, ob wir damit. Bestes bestimmen. Oh, wir können auch hier hochgehen. Dann hole ich jetzt mal gerade erstmal eine Frucht. Wo ist denn eine Frucht? Also eine Kokosnuss. Ich weiß nicht. Ich finde, sie sehen nicht aus wie Kokosnüsse. Deshalb kann ich mir. Also komme ich nie darauf klar, dass es eine Kokosnuss sein soll.
Okay, weiter kommen wir aber nicht. Dann würde ich sagen, probieren wir es doch einfach nochmal. Probieren wir es einfach nochmal, da drüber zu kommen. Okay. Es scheint echt nicht hinzuhauen. Schauen wir noch mal. Schauen wir uns noch mal um, ob es noch irgendwo etwas gibt. Da hinten, aber da hinten komme ich noch weniger dran im Moment. Hier muss der Dicke hin. Was sagt uns denn die Hilfe? Einige Häuser in dieser Gegend haben ganz besondere Eigenschaften. Jedes neue Haus, das du aufstapelst, bringt dich höher hinaus. Lass dabei aber Monster nicht zurück. Ja, aber er kommt hier nicht mit mir. Moment. Komm ich da hoch? Ja, ich komme da hoch. Wenn ich dich wegmache, dann passiert was? Ah! Monster wird runtergelassen, okay. Das ist doch gut zu wissen. Ich wollte sagen, ah, verdammt, wir sind nicht bis rüber gekommen. Aber wir können jetzt Monster holen. Komm. Monster, Papa. Monster, Papa. Ich glaube, ich behalte eher Monster bei. Auch wenn ich in der letzten Folge schon teilweise Papa dazu gesagt habe. Aber ich werde wohl Monster beihalten. Beibehalten. Moment. Hier. Will dich ja nicht ärgern. So, mit dem Haus sollten wir jetzt doch darüber kommen. So. Komm, bieg dich mal darüber. So. So ist gut. Ich finde die Rätsel echt interessant. Man muss sich halt wirklich genau umschauen, damit man alles entdeckt. Und ja, die Rätsel an sich sind ja nicht so groß schwer. Man muss sich halt einfach nur umschauen. Das finde ich echt interessant. So, komme ich jetzt damit darüber? Bestimmt komme ich damit darüber. Sehr schön. Wiedersehen. Aus, flieg mal dahin. Jetzt muss ich die Frage, wie komme ich ganz da oben an das? Oh. Bin ich beinahe runtergelaufen. Ich klette mich hier mal durch das Wirrwarr hier. Schau mal. Ah, da oben ist eins. Sehr schön. Ich bin mir noch gar nicht sicher, wo uns das hinführt. Aber es sah so einladend aus. Also habe ich mir gedacht, gehe ich da mal hoch. Jetzt kann ich hier lang weiter und kann auch hier hoch. Von hier aus kann ich hoch, aber zu dem Haus komme ich doch immer noch nicht, oder? Ich würde sagen, wir holen erstmal noch das Haus, was da drüben steht. Was wir schon gesehen haben. Hier das. Auf geht's. Zack. Kannst du uns mit rübernehmen, bitte? Schade. Hey, ein Ball. Und auch ein Haus. Hätte ich nicht auf den Ball geachtet, wäre mir das Haus gar nicht aufgefallen. Okay. Ein richtiger Wolkenkratzer hier. Mal schauen, ob es hier irgendwo eine Leiter nach oben gibt. Nein, Leiter gibt es nicht, okay. Dann finden wir mal aus, ob wir denn damit jetzt vielleicht dorthin kommen.
Nein, aber wir kommen woanders hin wahrscheinlich. Wir gehen jetzt im ersten Versuch das Haus holen und danach die beiden dort oben. Ich finde die Musik einfach super hierzu. Gegend echt hübsch, auch wenn es natürlich nicht mehr... Ja, es ist immer noch so hübsch wie ganz am Anfang, aber anders hübsch, sagen wir es so. Oder sagen, es ist nicht mehr so hübsch wie vorher. Aber eigentlich ist es immer noch genauso hübsch, aber es hat halt einen ganz anderen Stil. Es ist nicht mehr so sauber. Das haben wir gut gemacht. Komm, lauf. Sprinte. Lola. 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 Ja, ich habe aus Langeweile ein bisschen Y gedrückt, um Luna irgendwo hinzuschicken. Lula, nicht Luna. So, jetzt haben wir die beiden darüber geschickt. Jetzt können wir doch von hier aus... dahin. Von hier aus auch hier rüber. Das ist ein Riesenstapel. Gab es hier noch irgendwas? Nein, nur eine Leiter nach oben. Okay. Dann gehe ich gerade davon aus, dass wir damit schon bis drüben kommen. Nehmen wir es einfach mal. Für mich sieht das sehr danach aus, als würden wir schon bis drüben kommen. Jetzt hoffe ich nur noch, dass hier mal wieder eine Kokosnuss spawnt. Komm mit! Hey! Hey du! Komm mit! Komm mit! Ich hab Kokosnuss für dich. Hier hoch. Oh, du kannst nicht hier hoch, bist du mal. Wieso denn nicht? Gut, aber so geht das bestimmt. Okay. Also wir wissen jetzt. Nein, lass mal da los. Ey, auf der Fest zu glitschen. Wir können da das Tor aufmachen. Sehr gut. Dann machen wir mal da das Tor auf und bringen ihn dann zum Schlafplatz und bringen ihn dann vom Schlafplatz aus der Höhle. Wie gesagt, man muss sich gut umschauen. Ich habe die Zahnräder nicht gesehen, deshalb habe ich es nicht hinbekommen. Hier schnell mal eine neue Kokosnuss. Kokosnuss. Hey, kommst du her? Hol sie dir. Gotta catch 'em all und so. Und wir gehen noch mal von neuem dort rüber. Zack. Wop. Höher. Wenn ich mal fertig bin, mit dem Ding hier rumzuwedeln. Oh. Ich weiß gar nicht, ob wir jetzt noch eine Bucht gebraucht hätten. Ich glaube nicht. Dann brauchen wir nicht. Er will schon aufstehen. Aber ich würde sagen, wie es dort oben weitergeht, das sehen wir in der nächsten Folge. Bis dann!
Ciao.